Guten Morgen, liebe Leute. Ich mache einen Vlog. Heute ist Montag. Ja, so sieht's aus, wenn ich im Stress war oder immer noch im Stress bin. Denn heute Morgen, eigentlich bin ich rechtzeitig aufgestanden. Hatte auch eigentlich alles ganz gut vorbereitet. Dann gucke ich auf die Uhr und dann war es schon mega spät. Ich hatte Kuchen gebacken, also den hatte ich schon gestern Abend gebacken, damit Louis den mit in den Kindergarten nehmen kann und Tütchen gepackt. Und dann finde ich diesen blöden Autoschlüssel nicht. Dann sind wir schon zur Bahn gelaufen und dann finde ich ihn natürlich in meiner Tasche. Super, wir zurück zum Auto, doch mit dem Auto gefahren. Ja, und deswegen, ich wollte eigentlich schon viel früher anfangen, heute Morgen zu vloggen, aber ich war dann auch irgendwie genervt. Louis hatte den ganzen Morgen nur geheult. Das hat er im Moment irgendwie immer, dass er morgens einfach nur heult. Und man weiß nicht, also es ist nicht, es ist einfach Nörgeln. Ich will dies, ich will das alleine machen, ich will... Naja, und dann war ich ein bisschen meckerig heute Morgen. Es tut mir auch irgendwie mal so leid, dann, wenn die dann im Kindergarten sind und wir heute Morgen so einen Stress hatten und ich dann so meckern musste. Aber ich habe mich natürlich entschuldigt und dann war auch alles gut, aber ich nehme das immer so mit. Und ja, jetzt habe ich mir erst noch ein paar Blümchen gekauft und Eis habe ich mir gekauft. Ich hatte Lust auf Eis, ein paar Brötchen, die esse ich gleich. Ich habe richtig, richtig, richtig Hunger. Ich bin relativ fit eigentlich, obwohl ich nicht viel geschlafen habe die letzten Wochen. Und ja, mal gucken, wie das, was der Tag heute noch so bringt. Ich vlogge einfach, mal sehen. Und in diesem Sinne esse ich jetzt erstmal was. Guckt mal mein Bauch. Es wölbt sich langsam, aber das meiste ist irgendwie auch noch fett. Einfach nur fett. Aber es wölbt sich langsam. Ja, ich muss jetzt erstmal den Hausmeister anrufen, denn ich habe Schimmel im Schlafzimmer und das gefällt mir überhaupt nicht. In der Küche auch. Ich weiß nicht warum. Ich hatte eine Zeit lang Wäsche im Schlafzimmer stehen. Ich weiß nicht, ob das irgendwie damit zusammenhängt, dass es einfach zu feucht war. Ja, jetzt muss ich den Hausmeister anrufen und ich hoffe, die können irgendwas machen, weil mir das überhaupt nicht gefällt, wenn ich da schlafe in meinem Zustand. Und dazu kommt auch noch, dass die Kinder im Moment sehr oft bei mir schlafen. Und das mache ich irgendwie nicht so, dass die das dann so einatmen. So, Frühstück ist fertig. Ja, ho, jetzt mache ich dich rein. Ich habe so Hunger. Und ich kaufe mir immer in der Schwangerschaft Grafschafter. Ne, sagt man das so, diesen Goldsaft. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie stehe ich da dann voll drauf. Und da soll ja auch voll viel Eisen drin sein. Also, gut, gut. So, ich habe gerade die Wäsche gemacht, gefrühstückt habe ich und jetzt beziehe ich die Betten alle einmal neu. Louis Bett muss unbedingt. Und ja, Milas, ich beziehe jetzt einfach alle neu. Bei meinem, das mache ich wahrscheinlich erst heute Abend, weil mein Freund nachher mein neues Bett aufbaut. Vielleicht bin ich auch so ungeduldig und mache es schon selber. Ist ja nicht so schwer. Habe ja auch alles alleine zusammengebaut und renoviert. So, Louis Bett ist fertig. Gehen wir rüber zu Mila. So, Milas Bett ist auch fertig. Und jetzt muss ich nur noch das Chaos dort beseitigen. Nach wie vor spielt sie immer noch dieses Spiel mit den Puppen. Das habe ich euch ja schon damals immer gezeigt. Sie liebt es einfach, Kindergarten zu spielen. Und sie ist einfach eine Puppenmama. Durch und durch. Genau, das mache ich jetzt weg. Das geht aber relativ schnell. Ein bisschen Klamotten noch wegsortieren. Und dann wollte ich eigentlich noch Staub wischen und durchsaugen. Das mache ich aber nachher, weil ich kein Glasreiniger habe. Ich würde ihn jetzt kaufen gehen. Aber der Hausmeister wollte irgendwie kommen. Und wenn der nicht kommt, wenn der kommt und ich nicht da bin, dann wäre es schlecht. So, der Hausmeister war zum Glück schon da. Das heißt, ich kann jetzt noch schnell Glasreiniger besorgen und nochmal saugen. Und dann bin ich heute richtig gut in der Zeit. Und vielleicht kann ich mich noch ein bisschen entspannen und gucken. So Leute, ich habe alles geschafft, was ich schaffen wollte. Ich freue mich sehr darüber. Ich habe sogar meine Haare gekämmt und mich noch ein bisschen aufgefrischt. Und jetzt
esse ich noch eine Kugel Eis. Die ganze Zeit habe ich Lust auf Eis und das mache ich jetzt. Und dann fahre ich los und dann gehen wir zum Arzt. Ich könnte jetzt auch echt gut schlafen, ne? Also schlafen ist im Moment mein bester Freund. Es ist schon besser geworden. Aber Leute, ich war die Anfangszeit so kaputt und müde, dass mir die Kinder schon echt leid taten, weil ich zu nichts in der Lage war. Und dann so alleinerziehend mit den beiden ist schon echt... Klar, ich habe jetzt meinen Freund, aber den kann ich auch nicht immer einbinden und sagen, mach du mal. Ja. Oh, mein Buch! Und so, ich muss erstmal mich hier hinsetzen. Oh, ich habe mein Kind vergessen. Wie kann man denn sein Kind vergessen? Wo sind wir hier? Beim Hautarzt. Ja, ich hoffe, dass er uns helfen kann diesmal. Juckt schon wieder, ne? Ja. Schön, meine Hose? Ja. Mit dem anderen. Komm runter. Rutsch nach hinten einfach, nach hinten rutschen. Ja. Doch, kletter einfach hoch. Weißt du, dass ich war hier schon als Kind immer. Hä? Ich bin hier schon als Kind geklettert und gekrabbelt. Auf Blanden und Blumen sind wir gerade. Ist das cool hier? Ja. Hier waren wir aber auch schon ganz oft im Sommer. Im Sommer ist es natürlich noch schöner hier. Aber wir haben das jetzt ganz spontan, sind wir hier vorbeigefahren. Dachte ich, ach komm, gehen wir einmal hier gucken. Die Sonne scheint heute. Und Mili, schaffst du. Komm, kletter hoch. Super. Ist gar nicht so rutschig, ne? Guten Morgen, ihr Lieben. Es ist schon der nächste Tag. Ich konnte leider gestern irgendwie nicht mehr weiter filmen. Was heißt leider? Der Akku war leer, aber es ist gestern auch nicht mehr viel Spannendes passiert. Wir sind nach dem Blanden- und Blumenspielplatz sind wir noch meinen Freund abholen fahren gegangen und dann nach Hause. Und dann war eigentlich auch schon Feierabend. Und noch die Kinder ins Bett gebracht. Und ja, ich wollte jetzt ein Video nochmal schnell drehen für euch. Und zwar die Ankündigung, dass ich überhaupt schwanger bin. Ein kleines Live-Update. Und dann werde ich die Vlogs danach dann hochladen. Das werde ich jetzt machen. Und dann werde ich noch versuchen, mein altes Bett abzubauen. Und dann vielleicht heute Abend das neue aufzubauen. Genau. Jetzt esse ich aber noch einmal kurz ein bisschen Porridge. Und dann ja, geht es ans Video drehen. Mein Porridge mache ich mir meistens halt mit Haferflocken. Mit Apfel, ein bisschen Honig. Und dann kommt Milch drauf. Und dann kommt es in die Mikrowelle. Und dann kommen gefrorene Himbeeren drauf, die dann natürlich schön weich werden und das liebe ich. So ist die Konsistenz quasi fast perfekt. Jetzt beschlägt alles. Und jetzt kommen die Himbeeren drauf. So Leute, ich habe jetzt das Video abgedreht. War mega komisch, irgendwie so ein Themenvideo zu machen. Beziehungsweise ich habe irgendwie so ganz locker eigentlich runtergerattert. Ich wollte auch nichts verschönigen oder so. Aber was soll ich sagen, gibt es ja auch nichts. Jetzt möchte ich natürlich nicht alles gleich hier wieder wiederholen. Guckt es euch auf jeden Fall an. Das ist Quatsch gerade, was ich gesagt habe, weil dieses Video erst danach kommt. Thank you.
So, ich habe es geschafft. Ja, einige von euch werden jetzt sagen, ich darf nicht schwer heben. Aber ich habe schon geguckt, dass es nicht zu schwer ist und habe versucht, das Gewicht auszulassen. Ich habe das aber auch mal gegoogelt mit dem Schwerheben. Das soll wohl gar nicht... Nee, Carlo, das soll wohl gar nicht so dramatisch sein, wie es immer dargestellt wird. Klar, ich achte drauf. Aber ich habe auch zwei kleine Kinder, die auch getragen werden manchmal. Und ich glaube, da muss man einfach ein bisschen auf seinen Körper hören. So, jetzt warte ich auf meinen Freund, dann kann er das zusammenbauen. Ich würde es ja auch selber machen, aber ich muss bald los. Und zur Belohnung gönne ich mir jetzt natürlich noch ein Schokoladeneis. Ich bin einfach voller Eisfan im Moment. Das ist so gut. Vor allem aus dieser Elsa-Schüssel. Jetzt schnell die Kinder abholen, den Dutt lasse ich jetzt einfach so. Irgendwie finde ich den gar nicht mal so schlecht. Und ja, ich habe mich wieder ein bisschen frühlingshafter angezogen, obwohl es, glaube ich, einfach noch zu kalt ist. Aber ich mag diese Winterjacken einfach nicht. Wir sind zu Hause. Mili hat schlechte Laune mal wieder. Ne? Weil sie ist richtig, richtig sauer, hat sie gesagt, ne? Sag mal, warum bist du richtig sauer? Weil der Buggy da nicht hinpasst. Weil der Buggy da nicht durchpasst, weil Mama die Matratzen da hingestellt hat. Böse Mama. Wir machen das nachher, ne? Und jetzt, was spielen wir jetzt? Die Katze. Mensch, ärgere dich nicht, ne? Ich hoffe, dass wir uns hier wirklich jetzt nicht ärgern. Bist du müde? Ja. Hast du heute nicht Mittagsschlaf gemacht? Ja. Hast du nicht im Kindergarten? Doch. Nie. Da! Gleich ins Bett gehen schon? Ja. Nee, nee, nee. Dann habe ich heute Nacht wieder Rambazamba mit dir, ne? Mein Schatz, ich hab dich lieb. Kann ich auch hin. Ja. Mama. Hä? Mami. Mami, ich geh kurz Pipi, okay? Ja. Wer ist denn da? Oma. Da ist eine Hilfe. Oma, da. Da sind alle da. Okay. Oh, war gar nicht schlecht. Vielleicht gibt Peppa zu, aber nur ein kleines bisschen. Beim nächsten Mal bleibe ich aber wach. Und dann werde ich die Zahnfee bestimmt. Lola kriege ich nicht rein. So, die Kinder malen da hinten noch und streiten sich mal wieder. Mama! Was? Ich brauche ein Stück. Ja, aber dann gib deinem Bruder auch welche ab. Wenn diese streiten, das ist nervig. Bereite gleich Abendbrot vor. Meistens essen die zum Abendbrot eigentlich nur noch Rotkost, weil die irgendwie nicht so richtig Hunger haben. Und das mache ich gleich. Ein bisschen Gurke und Paprika. Und dann hoffe ich, dass mein Freund bald kommt und das Bett aufbaut, damit ich heute auch noch irgendwo schlafen kann. Schmeckt euch das Abendbrot? Louis hat noch was von seinem Frühstück heute Morgen. Ich werde jetzt das Paket auf jeden Fall schon mal auspacken, weil ein bisschen länger gedauert hat bei seiner Arbeit. Und damit das nicht zu spät jetzt wird und ich will ja irgendwie auch noch schlafen, werde ich das jetzt aufbauen. Was jetzt aufbauen? Schon mal auspacken, sortieren. Und ihr spielt jetzt noch oder was macht ihr hier? Louis will aber ins Bett, ne? Der ist müde. Den werde ich nämlich jetzt hinlegen. Aber ihr seht süß aus. Guck mal, jetzt habt ihr euch wieder lieb, ne? Ihr könnt nämlich auch nicht mit und nicht ohne einander. Was hat Gott gemacht? Das Bett steht hier so ringsherum und Kinder auch ringsherum. Und wollen natürlich mitten im Geschehen sein, ne? Wollt ihr nicht lieber schlafen gehen? Nee. So, wir gehen jetzt ins Bett und werden schlafen, denn es ist spät und wir sind müde. Und ja, ich spiele euch gleich ein, wie das Bett dann aussieht, wenn es schön gemacht ist. Guckt mal, wie schön das aussieht, mein neues Bett. Irgendwie werde ich mir da noch eine schönere Lichterkette besorgen. Da packe ich immer die Tagesdecke rein abends. Genau. Finde ich, gefällt mir richtig, richtig gut. Das Einzige, was ich nochmal ändern werde, ist vielleicht, haben wir doch das für die Matratzen ein bisschen zu niedrig eingestellt. Mal gucken. Aber ich will eh eine neue Matratze haben, weil in der Mitte ist halt immer... Ja, es sind halt zwei Matratzen und wenn die Kinder bei mir nachts schlafen, dann liege ich immer in dieser Ritze und ich hätte gerne eine durchgängige Matratze. Und da wird auch was kommen und da bin ich schon ganz gespannt drauf. Aber ich finde es richtig schön so. Und es knackt nicht mehr, das ist so wunderbar. Und dann verabschiede ich mich jetzt
und sage gute Nacht bzw. einen schönen Tag euch. Ihr guckt es wahrscheinlich am Tage. Und bis dann.